Hey meine neugierigen Freunde, heute geht es um ein Thema, das uns alle und die Zukunft unserer Erde betrifft, Plastikmüll. Ich denke, jeder weiß, dass Plastik in unglaublich großen Mengen produziert wird, denn schließlich ist es leicht, günstig und sehr robust. Von 1950 bis heute wurden unfassbare 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Das sind 822.000 Eiffeltürme, 80 Millionen Blauwale oder 1 Milliarde Elefanten. Davon wurden nur etwa 600 Millionen Tonnen recycelt und 800 Millionen Tonnen verbrannt. Eine große Menge des Plastiks landet schlussendlich im Ozean. Schließlich machen die Weltmeere rund 70% der Erdoberfläche aus. Man vermutet, dass mittlerweile über 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer treiben. Und was einmal im Meer gelandet ist, kommt nicht so leicht wieder dort heraus. Strömungen treiben den Müll hin zu großen Müllstrudeln. Der bekannteste unter ihnen ist wohl der Great Pacific Garbage Patch. Zu Deutsch großer pazifischer Müllteppich. Vieles von dem Plastik sinkt auch auf den Meeresgrund, wo es für uns kaum zugänglich ist und unberührt weiter existieren kann. Hierzu enthüllte eine neue Studie zum Thema Plastik in der Tiefsee, die vor kurzem im internationalen Fachjournal Scientific Reports veröffentlicht wurde, erschreckende Erkenntnisse. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video, das ich für den Fast Forward Science Wettbewerb 2020 produziert habe. Bleibt gerne dran. Es ist eigentlich schon verrückt, wenn man bedenkt, dass die chemische Struktur von Kunststoff entfernt verwandt ist mit den für das Leben essentiell wichtigen Bausteinen wie DNA, Zellulose oder Proteinen. Bei allen genannten Dingen handelt es sich um sogenannte Polymere. Das sind Strukturen, die aus Makromolekülen bestehen, welche aus sich wiederholenden Einheiten, den Monomeren, aufgebaut sind. Das Wort Polymer bedeutet so viel wie aus vielen gleichen Teilen aufgebaut. Während das Leben jedoch Biopolymere erzeugt, die ganz im Einklang mit der Natur stehen und leicht zersetzt werden können, basiert Kunststoff auf synthetisch im Labor hergestellten Polymeren, die ganz und gar nicht im Einklang mit der Natur stehen. Denn sie wurden so kreiert, dass sie nahezu keine Reaktionen mit der Umwelt eingehen können. Man sagt dazu, sie sind inert. Ihre Ketten sind so stabil und wenig reaktiv, dass sie von kaum etwas aufgebrochen werden können. Ein gutes Beispiel hierfür sind Säuren. Hat sich jemand schon mal gefragt, warum starke Säuren in bestimmten Plastikkanistern transportiert werden können, bei Kontakt mit anderen Materialien jedoch schwere Verätzungen auslösen? Ja genau, Kunststoffe können so aufgebaut werden, dass ihnen selbst starke Säuren nichts anhaben können. Und genau diese Stabilität sorgt letztendlich dafür, dass sich Plastikteile unglaublich lange halten können. Eine Quelle des Projekts 4Ocean spricht davon, dass eine Plastiktüte 10 bis 20 Jahre benötigt, um sich zu zersetzen. Eine Plastikflasche übertrifft diesen Wert sogar um mehr als das 20-fache. Solch eine Flasche soll bis zu 450 Jahre benötigen, um sich zu zersetzen. Und eine Angelschnur sogar bis zu 600 Jahre. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass eine Generation etwa 30 Jahre beträgt, dann würden unsere Enkel in 20 Generationen immer noch eine Angelschnur sehen können, die heute hergestellt wurde. Unglaublich. Wenn man von der Zersetzung von Kunststoffen spricht, dann ist hierbei jedoch nicht der biologische Abbau gemeint, sondern lediglich der Zerfall von Makro- in Mikroplastik. Durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Sonnenlicht oder mechanische Einwirkungen, wie zum Beispiel Wellengang und Brandungszonen, zerbricht das Plastik in immer kleinere Teilchen, die bis zu wenige Zehntel Millimeter klein werden können. Wie lange ein Plastikteil letztendlich wirklich benötigt, um sich vollständig zu zersetzen, das lässt sich nicht genau sagen. Denn die erste Plastikflasche wurde erst vor etwa 80 Jahren hergestellt. Erst nach Ablauf der prognostizierten 450 Jahre bis zur Zersetzung können wir vermutlich genauere Aussagen darüber machen. Eine traurige Vorstellung. Und es kommt noch erschreckender. Denn eine neue Studie des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel enthüllte etwas Beunruhigendes. Durch einen Zufallsfund konnten Forscher erstmals genau datieren, wie lange ein bestimmtes Plastikteil schon in der Tiefsee am Meeresgrund lag. Vorher war nicht viel über Plastikteile aus der Tiefsee bekannt. Doch Erkenntnisse in diesem Bereich sind wichtig, um den Abbau von Plastik besser verstehen zu lernen. Denn dort unten sind die Plastikteile unter anderem vor Sonnenlicht und starken Strömungen geschützt. Während einer Forschungsexpedition im Pazifik vor der Küste Perus, die untersuchte, wie gut sich der Meeresgrund und die Tiefsee-Ökosysteme von Eingriffen wie dem Tiefseebergbau erholen, entdeckte der Biochemiker Dr. Stefan Krause vom Geomar-Helmholtz-Zentrum und seine Kollegen durch Zufall zwei datierbare Plastikteile in 4150 Metern Tiefe.
die von ihrem Tauchroboter aufgesammelt wurden. Dabei handelt es sich einerseits um einen Quarkbecher aus deutscher Produktion und andererseits um eine Cola-Dose, die in eine Plastiktüte eingewickelt war. Aufgrund einer fünfstelligen norddeutschen Postleitzahl auf dem Quarkbecher, die erst seit Anfang der 90er Jahre existiert und dessen Markenname, der 1999 aufgekauft wurde, konnte der Quarkbecher zeitlich eingeordnet werden. Er musste demnach zwischen 1990 und 1999 hergestellt worden sein und gelangte sehr wahrscheinlich in diesem Zeitraum auch ins Meer. Denn zwischen 1989 und 1996 waren deutsche Forscher an eben jener Küste vor Ort, um die Auswirkungen eines potenziellen Abbaus von Manganknollen zu untersuchen. Und da dieses Gebiet nicht in der Nähe von wichtigen Schifffahrtsrouten liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Quarkbecher durch diese Forscher damals ins Meer gelangte. Auch die Cola-Dose, die in eine Plastiktüte eingewickelt war, konnte datiert werden. Sie gelangte in jedem Fall zeitgleich mit der Plastiktüte ins Meer, denn andernfalls wäre sie längst komplett korrodiert. Die Dose war so dicht eingewickelt, dass sie sich erhalten konnte. Sie gehörte zu einer Sonderedition, die nur anlässlich des Davis Cups 1988 verkauft wurde. Somit konnte man sie zeitlich einordnen, genauso auch die Plastiktüte, die mindestens dasselbe Alter wie die Dose haben muss. Erstmals hatten Forscher also Plastikteile in der Tiefsee gefunden, bei denen sie ziemlich genau sagen konnten, seit wann diese im Meer liegen. Das bot die seltene Chance, diese genau zu untersuchen. Mithilfe des lasergestützten Verfahrens der Raman-Spektroskopie und der Zerlegung des Plastiks in seine Einzelteile analysierten Stefan Krause und seine Kollegen, ob und wie stark sich die Kunststoffteile nach über 20 Jahren am Meeresgrund verändert hatten. Das Ergebnis ist erschreckend. Stefan Krause sagt: Es zeigte sich, dass weder die Tüte noch die Quarkpackung Zeichen von Fragmentierung oder sogar Abbau in ihre Bestandteile aufwiesen. Die Tüte bestand aus Polyethylen, der Quarkbecher aus Polystyrol mit einer PET-Beschichtung und beide wiesen keinerlei Anzeichen einer chemischen oder physikalischen Degradierung auf. Selbst der Aufdruck auf dem Quarkbecher war noch wie neu. Dr. Matthias Heckel, ebenfalls vom Geomar-Zentrum und Mitautor der Studie, sagt dazu: Völlig unbeschädigt, das sah so aus, wie gerade aus dem Regal genommen und dann unten hingelegt. Auch ein dichter Biofilm aus Tiefseemikroben auf den Plastikteilen hat den Kunststoff nicht angegriffen. Die Forscher sagen: Unsere Analysen haben gezeigt, dass es überhaupt keinen Anlass dazu gibt, dass dort mikrobieller Abbau von Plastik in der Tiefsee stattfindet. Es ist offensichtlich, dass die mikrobielle Zersetzung die Stabilität der Polymere nicht beeinträchtigt hat. Selbst nach mehr als 2 Jahrzehnten in der Tiefsee nicht. Weiterhin fiel den Forschern auf, dass auf den Plastikteilen eine andere Mikrobengemeinschaft siedelte als am Meeresboden in der Umgebung. Stefan Krause sagt dazu: Die Mikroben kommen alle im Tiefseeboden vor. Aber offenbar könnten größere Ansammlungen von Kunststoff lokal für eine Verschiebung im Verhältnis der vorherrschenden Arten sorgen. Damit könnte Plastikmüll auf dem Meeresboden künstliche Lebensräume schaffen und so die Funktionsfähigkeit des Ökosystems gefährden. Diese Studie hat gezeigt, dass Plastik ohne den Einfluss des Sonnenlichts und unter wenig rauen Bedingungen, wie sie in der Tiefsee vorherrschen, im Prinzip nicht zersetzt wird und vermutlich über geologische Zeiträume hinweg dort unten verweilen kann. Die Forscher sind sich sicher, dass Plastik in der Tiefsee wird über Jahrmillionen hinweg Lebensräume verändern. Angesichts der Tatsache, dass jährlich etwa 8 Millionen Tonnen neuer Plastikmüll in die Meere gelangen, kann man nur hoffen, dass die Menschheit einen Weg findet, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Es fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Nehmt im Supermarkt Papiertüten anstatt Plastiktüten. Und wenn es nicht ohne Plastik geht, dann entsorgt es wenigstens per Mülltrennung im gelben Sack. Als Symbol für den Kampf gegen den Plastikmüll steht seit kurzem eine neu entdeckte Tiefseeflohkrebsart im Marianengraben, die bereits stark mit Mikroplastik belastet war und deshalb als Statement gegen Meeresverschmutzung von der Newcastle University mit dem Namen Eurythenes plasticus benannt wurde. Ich möchte dieses Video mit einem Zitat von Axel Hein, Meeresexperte beim WWF Österreich, abschließen. Plastik ist in der Luft, die wir atmen, im Wasser, das wir trinken und in den Tieren, die fernab der menschlichen Zivilisation leben.